Hallo liebe Waagefrau, lieber Waagemann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche für dich aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du diese Tarot of the 78 Doors, Tarot der 78 Türen, finden kannst. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Also, schauen wir mal. Gib mir bitte ein Bild für Waage vom 13. bis 19. Juli 2020, bitte. Ich sehe Glühwürmchen. Vor meinem geistigen Auge sehe ich Glühwürmchen. Da es meine Vision ist, oder? Da ist dann meine Ansicht natürlich wichtig. Die Sache ist die, ich bin in der Natur groß geworden. Also zuerst haben wir auf einem Bauernhof gelebt und dann nachher im Wald. Ja, es war ein Haus im Wald, wo man Rehe sah, Wildschweine sah, ja, solche Dinge. Und obwohl ich bis zu ungefähr meinem 10. Lebensjahr mitten in der Natur aufgewachsen bin, habe ich nur ein einziges Mal Glühwürmchen gesehen. Ein einziges Mal habe ich ein einziges Glühwürmchen gesehen in all diesen 10 Jahren. Es ist etwas, das ich schade finde, ja, dass ich nur eins gesehen habe. Das finde ich sehr schade. Ich finde, ich hatte die Voraussetzungen, das Umfeld, die Umgebung, um Glühwürmchen zu sehen. Aber ich habe nur eins gesehen in meinem Leben. Und es ist, ich finde es unfair. Ja, ich finde es unfair, dass ich nur ein Glühwürmchen gesehen habe in meinem Leben, während andere Menschen, die in der Stadt oder im Dorf, ja, ganz viele Glühwürmchen schon gesehen haben. Sogar die, die im Dorf wohnen unter euch, ihr seid sogar städtischer, urbaner als ich in meiner Kindheit, oder? Ich sollte eigentlich viel, viel mehr Glühwürmchen sehen. Und ich sehe jetzt vor meinem geistigen Auge ganz viele Glühwürmchen. Waage, ich glaube, dass du die Voraussetzungen für einen Preis, das Umfeld für einen Preis, die Arbeit für einen Preis erschaffen hast, geleistet hast und jetzt kriegst du deine Glühwürmchen. Jetzt kriegst du deine Glühwürmchen. Es kommt mir fast so, wie wenn es eine Art Erleuchtung ist, eine Art Wissen, dass man sich erarbeiten muss, ja, Glühwürmchen, die glühen, es ist Licht im Dunkeln, etwas wird klar. Es ist eine Art Erleuchtung, eine Art von Wissen, für das man ackern sollte, für das man lernen sollte, für das man ein Umfeld schaffen muss, um sie zu verstehen. Und du hast es dir jetzt verdient und jetzt kommen diese Wissensbrocken zu dir und du wirst hier im Kopf wirst du ein Tick weiser sein. Es ist die Legung für nächste Woche, der Effekt wird aber über Monate sein, Waage, dass du ein weiserer Mensch wirst. Ja, und ich sage ganz bewusst weiserer Mensch, weil eben du bist ein Luftzeichen, du bist schon weise, du denkst. Das ist ja das, woraus ich euch immer versuche rauszubekommen, euch Luftzeichen, oder? Du bist schon weise, ja, aber es kommt jetzt noch etwas dazu. Ja, das ist zum Beispiel, wie wenn man sagen würde, Appenzellerkäse zum Beispiel. Das Rezept ist geheim. Das Rezept ist geheim. Wer das Rezept kennen möchte, wer dieses Wissen haben möchte, muss eine gewisse Ausbildung haben, eine gewisse Karriere, muss da angenommen werden, ja, da wo Appenzellerkäse hergestellt wird. Erst dann bekommt man dieses Wissen.
In einer Firma zum Beispiel, was läuft da wirklich im HR, im Personalwesen? Was ist da die Strategie? Hat man vor, die Hälfte der Menschen in den nächsten 5 Jahren zu kündigen, loszuwerden? Das alles kannst du erst erfahren, wenn du ein HR, ein Personalwesen-Mensch wirst oder ein Chef wirst, in eine bestimmte Position kommst, dafür studierst, ackerst, machst und tust. Das ist so das. Dann erst darfst du dieses Wissen haben. Es ist eine solche Situation. Wie macht man perfektes Gelato? Dafür musst du Italienisch lernen, du musst ein Umfeld dafür kreieren, musst nach Italien gehen und das lernen und aufsteigen und tun und dann wird irgendwann der Maestro finden, doch, ich zeige dir jetzt, wie man Gelato macht, das Originale. Eine solche Situation, in die du kommst und dadurch, dass du einen Moment. Okay, ich denke, es ist Folgendes passiert. Ich glaube, du warst in der Vergangenheit zu sehr in deinem anderen Kopf, als dass du offen warst für das andere da, für das Neue, das jetzt kommt. Diese Glühwürmchen, du hast wahrscheinlich, bist du schon längst in einem Umfeld, wo man dieses Wissen bekommen sollte. Du bist längst in einem Umfeld, wo du so zu dieser Liga gehören solltest, die dieses Wissen bekommt. Aber dein Kopf war nicht offen dafür. Du bist schon seit 10 Jahren auf dem Bauernhof. Lebst im Wald, eigentlich solltest du Glühwürmchen sehen, wie verrückt, all dies, das ganze Wissen sollte zu dir fließen, tat es aber nicht. Tat es aber nicht. Und jetzt, da du offen dafür bist, kommt es. Offen für diese Glühwürmer. Okay? Gib mir bitte eine Karte für Waage vom 13. bis 19. Juli, bitte. Tod. Tod des einen für die Geburt des anderen. Ganz einfach, ganz einfach. Das alte Ich, dein alter Kopf stirbt, Waage. Dein alter Kopf stirbt. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung, ja. Es ist auch schon höchste Zeit, ja. Dieser Mann hier, was ist das, ein Mönch? Nein, ist ein Trauernder. Dieser Mann hier hält eine Sanduhr in der Hand und irgendwann wäre die Zeit sowieso abgelaufen. Du wärst dann gezwungen worden zum Vorwärtsgehen. Wie wird man gezwungen, wenn dein Leben ziemlich scheiße läuft, wenn alles aus dem Ruder läuft, wenn alles, was du anpackst, zu Kacke wird, ja, anstatt dass es anstatt dass Gold draus wird, dann bist du schon längst überfällig für den nächsten Schritt. Das ist die Art, dir zu zeigen, dass du falsch bist, ja, dass du am falschen Ort bist und weiter sollst. Wenn du sagst, ich bin ein Pechvogel, ja, dann sage ich dir, dass du an falscher Ort und Stelle dich befindest. Wenn du sagst, ich bin ein Glückspilz, alles gelingt mir, dann sage ich, yes, du folgst den Signalen, ja. Und hier stehst du kurz davor, dass alles den Bach runtergeht, Waage. Aber du machst vorher schon Schluss. Königin der Stäbe. Königin der Stäbe. Du hast da ein Ziel ins Auge gefasst und dafür lässt du eben dein altes Ich, deinen alten Kopf absterben. Und du hast da etwas ins Auge gefasst in Bezug auf deine Lebensplanung und es ist etwas, das Früchte tragen wird. Ja, kann sehr jobspezifisch sein jetzt. Du willst hierin etwas besser werden. Du willst etwas wissen. Da gibt es ein Wissen, das du haben möchtest. Ich will das Rezept für Gelato, sagst du. Ich will wissen, wie man Appenzellerkäse herstellt. Der Herrscher. Das ist das Tor, wo du durch musst, Waage. Das kann eben genau dieser Gelato-Maestro sein. Das kann dieser Chef da sein, der die Fabrik für Appenzellerkäse besitzt. Das kann der Mensch in deiner Firma sein, der oder die dafür sorgen kann, dass du
zu einer Stelle kommst, wo du eben genau dieses Wissen, dieses geheime Wissen da bekommen kannst. Da musst du durch. Der Herrscher, Cheffigur, Vaterfigur, ja, die haben so den Schlüssel zur anderen Welt für dich. Okay? Diese Person hier musst du überzeugen. Rat des Schicksals. Dieser Mensch kann. Gib mir einen Moment. Dieser Mensch kann dich auf die andere Seite bringen. Ja, im Rider-Waite wird das Rad des Schicksals mit einem Rad des Schicksals dargestellt. Und hier, das sind sehr realistische Bilder, die wir hier haben in diesem Deck. In diesem Deck sehen wir mehrere Menschen an einem Tisch sitzen. Und genau das ist ja das Rad des Schicksals. Es passieren Dinge, die mehrere Menschen betreffen und dann an einen Tisch bringen können. Und das ist eben, das ist ein Mensch in der Firma, in deiner Umgebung, im Freundeskreis, sonst wo, der oder die dafür sorgen kann, dass du am gleichen Tisch sitzt wie die Gelato-Meister. Du willst dahin. Du willst zu diesem Tisch. Du willst zu diesem Tisch. Der Magier. Fünfter Kelche. Der Magier und fünfter Kelche. Gib mir einen Moment. Okay, hier geschieht jetzt was Interessantes. Waage, dadurch, dass du die Vergangenheit hier komplett abschließt, dein altes Ich abschließt, deinen alten Kopf zurücklässt und hier der Magier dich auf und dran machst, dein Schicksal komplett zu ändern. Auf der anderen Seite, ein neues Leben zu beginnen, ja, dieses Wissen da anzueignen, dir anzueignen, mit allen vier Tools, die du da hast, ja. Das ist eben der Moment, wo man sagt, ich will den Rezept für Gelato haben. Dann gehe ich hin, hier Münze, baue mir da ein Dasein auf in Italien und dann Kelch, ich liebe es, Gelato zu machen und dann Stab, oder die Leidenschaft, da was zu lernen, dieser Antrieb und der Schwert, das sind dann die Informationen, die ich dafür benötige. Hier gibst du alles, um mit deinem neuen Kopf, mit deinem neuen Ich, dir eine neue Existenz aufzubauen, dir etwas zu manifestieren, ein neues Ich zu manifestieren. Und dadurch, dass du die Vergangenheit zurücklässt, wirst du dann hier auch in der Liebe in eine komplett neue Stratosphäre geschickt. Hier, im Haus gefangen sein, in einem brennenden Haus gefangen sein. Ja, man hat dir hier etwas gesehen, ein Potenzial für eine Beziehung geht da rein, die Türe schließt sich, das Haus wird angezündet und du bist gefangen in einem Haus. Das ist dein altes Ich. Dein neues Ich kann fliegen. Und so gehst du dann auch vorwärts, aufwärts, aufwärts in Richtung neue Art von Liebe, Waage. In 2, 3 Monaten, Waage, wirst du nicht mehr an jenen Menschen, die dich früher mal interessiert haben, die werden dich nicht mehr interessieren. Weil du kommst hier in eine ganz andere Denkweise. Ja, du wirst nicht mehr auf die gleichen Männer, auf die gleichen Frauen stehen wie vorher. Es kann hier sogar sein, dass manche ihre sexuellen, wie nennt man das? Ihre sexuelle Orientierung ändern. Ja, das kann hier auch sein. Ich sehe hier eine krasse Änderung in der Art und Weise, wie du in der Liebe auftrittst. Ein komplett neuer Mensch. Ja?
Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Ja. Unabhängig davon, ob sich hier ein Herzensmensch zeigt oder nicht, werde ich hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.